Autogrammstunde im Neuen Rex in München. Markus H. Rosenmüller präsentiert seinen neuen Film Beste Chance, den dritten Teil seiner Heimatfilmreihe. Viele Fans lassen sich vor Filmbeginn vom Kultregisseur die Tickets signieren. Hat sich fast nichts verändert. Ist es gut oder schlecht? Gut. Und schlecht. Es sind 5 Jahre vergangen. Die Zeiten ändern sich heute mal. Wenn man weg ist, dann ist man halt mal weg. Aber deshalb ist man hier doch noch lange nicht weg. Scheiße! Scheiße! Herr Rosenmüller, worum geht es denn in Ihrem neuen Film? Im neuen Film geht es wie bei den ersten 2 Teilen von der Trilogie auch schon um eigentlich diesen Freundeskreis. Ganz besonders natürlich um die Kathi und um die Joe. Und darum, dass irgendwie eine Nachricht nach Tandern und nach München zur Kathi, die mittlerweile in München studiert, rüberschwappt, der Joe geht schlecht. Und zwar irgendwo in Indien, man konnte es nicht erreichen und die Kathi merkt, sie hat die Joe ehrlich gesagt ein bisschen vergessen. Fahrt das erste Mal seit langem wieder ins Heimatdorf zurück, fragt da bei den alten Spätzchen noch, wo man auch merkt, es sind nicht mehr ganz so die richtigen Bindungen. Ob sie was wissen, keiner weiß was, und mehr als Trotzreaktion, weil jeder sagt, ja, ist ja nicht so tragisch und so, beschließt sie, okay, dann fahre ich jetzt nach Indien und suche die Joe. Und dann ist es eigentlich auf der Suche nach der besten Freundin und, wie es oft ist, sich selbst finden. Das ist ja quasi dann so die beste Chance, irgendwie so ein Finale von ihrer Trilogie, kann man sagen, also übers Erwachsenwerden. Gibt es da so eine Moral von der Geschichte? Oder, ja? Ja, selbstverständlich. So ist es ja. Und jetzt mit dem dritten ist das schon mal, finde ich, eine gewisse Phase im Leben abgeschlossen. Und es ist, glaube ich, diese Phase nach dem Studium, wo du einfach mal merkst, Mensch, was hast du immer, du warst da immer behütet. Bis zu dem Punkt bist du eigentlich behütet. Und danach ist mehr oder weniger so, jetzt halt aber mal richtig in Eigenverantwortung. Und vielleicht ist es ganz gut, wenn da manchmal ein Perspektivwechsel kommt, wenn du rausgeschubst wirst und der Moment, wo du anfängst, dass du auf dein Leben schaust und sagst, hey, was weiß ich eigentlich vom Leben und was mag ich vom Leben und was bietet mir das Leben? Und auch zu begreifen, ich selber muss der Antrieb davon sein. Beste Chancen kann man ergreifen oder auch ziehen an einem vorbei. Wie geht's da bei Markus Rosenmüller? Ist er da schon mal so gegangen? Ja, dadurch, dass meine Ansprüche gar nicht so groß sind, was Glück oder so angeht, habe ich schon viele Chancen ergriffen. Und ich glaube, dass Freundschaften und sowas, dass das halt einfach eminent wichtig ist. Und die versuche ich, einen guten Schafkopf zu pflegen. Wunderbar. Wieso denn ausgerechnet jetzt Indien als zweiter Hauptspielplatz von dem Film? Ja, das war einfach, wir haben schon überlegt, die Karin, die Autorin, die halt auch da ist, einmal überlegt, soll ich jetzt auf eine Alm gehen oder soll ich jetzt hier in Bayern weiterspielen? Der BR wollte mal zeitweise, dass das in Bayern weiterspielt. Aber dann haben wir doch mit der Karin, wir beide waren schon mal in Indien und haben einfach gemeint, hey, wir haben im ersten und zweiten Teil viel, da ist echt, viel vom Rausgehen geredet. Also immer im ersten Teil war es ja Amerika, das Stipendium gekriegt. Im zweiten Teil war es dann die Weltreise, die gescheitert ist. Also haben wir gesagt, hey, jetzt im dritten Teil, da fahren wir weg. Und es gab dann ein, ich weiß nicht, wie viel das noch mitgespielt hat, aber es gab beim Bogner, bei irgendwie sowieso, gab es auch eine Episode, wo es gesagt hat, sie fahren nach Indien, haben sie geredet, haben sie in Österreich gelandet. Und dann auf Almhütten, glaube ich, soweit ich weiß. Und auch der österreichische Film Indien spielt ja in Österreich. Ja, ja. Und dann haben wir gesagt, hey, also wir reisen da runter. Gehen nach Indien. Cool. Geht's mit Kathi und Joe nach der Trilogie vielleicht, nach der Trilogie weiter? Wir haben noch keinen Plan oder sowas, aber ich persönlich habe Blut geleckt einfach mit dieser Arbeit wieder. Ich merke, wie nah das mir diese Figuren sind und die Geschichten. Und ich merke plötzlich, dass es einfach wahnsinnig spannend ist und auch lustig. Man muss ja jetzt nicht immer, der tiefe Sinn und so. Es ist einfach auch lustig, wenn du mit 10 Jahren Abstand auf die Phase immer schauen kannst und siehst, in was für einen Schmarrn, dass man damals reingeraten ist, wie da so die Netzwerke funktioniert haben, was man da erlebt hat und dass man das eigentlich so mit so ein bisschen Augenzwinkern einfach nach 10 Jahren nochmal verfilmt. Mit Figur, das war jetzt ein gutes Stichwort. Gibt es denn eine Figur aus dem Film, eine männliche Figur, wo Sie, wenn Sie an ihr Erwachsenwerden zurückdenken? Also weibliche gibt es. Ich habe schon viel mit der Kathi auch und mit
Also ich habe schon auch so geschubst werden müssen. Ich war keiner mit Eigenantrieb. Ich hab nicht irgendwie weg müssen und sowas, aber zum Beispiel der Professor hat mich dann geschubst, hat gesagt, da machst du Stipendium in Indien, in der Filmhochschule, in Pune, da habe ich meinen Abschlussfilm dann gerade. Und plötzlich bin ich da unten gewesen. Habe ich erst mal geschaut, habe ich auch das erste, wie ich gesagt habe, war nicht so, dass ich groß begeistert war, sondern das habe ich erst ein bisschen, ich hab immer auftauen müssen. Und so ein bisschen dieser zögernde Charakter, das ist so ein bisschen die Kathi. Wer früher stirbt, ist länger tot und wer es glaubt, wird selig. Das waren ja sehr religiöse Thematiken. Ja. Natürlich, was interessiert Sie daran, an dem Bereich? Die Religion ist ja immer so, sozusagen die Suche nach dem Sinn, weiter quasi die Suche nach dem Glück, warum dass wir da sind. Das ist auch in diesen drei Teilen wieder drin. Beste Zeit, beste Gegend, beste Chance. Und für mich, jetzt gehen wir aber schon wieder immer in den Subtext von meinen Filmen, der ist immer drinnen und bei denen geht es auch ganz viel um diese Vertreibung aus dem Paradies, diese Veränderung im Leben, das anzunehmen, dass du das Glück nicht halten kannst und einfach die Beschäftigung damit. Aber nicht im Verzagen, sondern einfach mal so einfach betrachten, analysieren, was ist gut dran, wovor hat man Angst und so ein bisschen Fragen aufwerfen. Ich brich's ja dann einmal wieder, dass ich versuche, dass ich komödiantische Sachen reinbringe. Genau, aber das ist natürlich das Interessante für mich auch im Leben zu hinterfragen. Mhm. Und nicht stehen bleiben auch, gell? Das ist klar, wahrscheinlich gehört es dazu. Ich darf ja oft gerne stehen bleiben, aber geht nicht. Ja, also Sie werden auch nach dem Film jetzt nicht stehen bleiben. Ja, leider, ich bin immer wieder weggeschubst. Okay. Wir haben schon wieder ein Produzent, der mir so eine Biografie von Bernd Trautmann an die Hand druckt. Mhm. Das ist ein Fußballer. Und der hat einfach eine wahnsinns Lebensgeschichte gehabt, den ich dann wieder, wo ich mir gedacht habe, in dieser Oberflächengeschichte von einem Feind, also das war im Zweiten Weltkrieg, ein Bremer, der dann in Kriegsgefangenschaft in England gekommen ist und dann da zum Helden avanciert ist. Obwohl es alle als erst gegen den Nazi waren. Und da sehe ich natürlich schon wieder was Völkerverbindendes drin, da sehe ich schon wieder Sachen drin, das könnte ein interessantes Thema sein. Den Bernd Trautmann hat es wirklich gegeben, der hat sich das Genick im Finale gebrochen und hat weitergespielt. Und das mag ich als nächstes verfilmen. Wunderbar. Alles, alles Gute. Merci. Vielen Dank für das Gespräch. Kathi, ich bin's, die Joe. Ich brauch die. Irgendwas ist da passiert, das spüre ich. Ich muss da hin. Mach dir keine Sorgen, okay? Walter, Hubert, ihr müsst nach Indien. Kommt überhaupt nicht in Frage. Walter, bitte hier! I'm looking for my friend Joe. Have you seen her? We are searching both of them. Alle zwei. Zwei. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen so meditieren und so. Also ich weiß nicht, was das bringen soll. Na sauber, Joe. Treibst du noch bloß wieder rum. Ja, Joe! Warum bist du denn zurückgekommen? Nicht wegen mir. Sag mal, wo ist Kathi? Wie, wo ist Kathi? Das weiß ich nicht. Ja, aber die sucht die doch in Indien. Was? Wahrscheinlichkeit gehört eben auch, dass ab und zu mal was Unwahrscheinliches passiert. Was schaust du denn so blöd? Ich schau nicht blöd. Ich denk positiv.